So, wir sind wieder zurück zum Bogenschießen einzeln. Jetzt folgt das Finale. Und wir werden mal sehen, ob wir heute Bogenschießen gebacken kriegen. Ich denke mir mal schon. Wir haben das ja so ungefähr drauf. Es wird aber schwer, da es Finale ist. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann geht das schon. So. Okay, wenn man die ganze Zeit X drückt, dann macht sie irgendwas anderes. Alles klar, aber dafür haben wir keine Zeit jetzt. Okay, der Wind kommt 6... Alter, 6 Meter, das ist schnell. Okay, jetzt kommt er von vorne. Oh. Okay, der Wind kommt von hinten und hebt den Pfeil etwas an. Das heißt, wir können etwas weiter nach unten. Jetzt kommt er von vorne mit 7. Shit. Wir müssen noch weiter nach unten. Das 7. Jetzt warte ich mal. Oh, 9 Meter. Holy shit. Also der Wind war echt krass. Oh, wir müssen das unbedingt schaffen. Naja, man kann nicht alles gewinnen. Aber ich denke mal, wir schaffen das schon. Also auf jeden Fall auf den ersten, zweiten, den dritten Platz. So, der Wind verändert sich ein bisschen. Ah, okay, das ist gut. Ja, es ist doch früh am Morgen. Ich glaube, deswegen 6 Uhr. Ein bisschen hoch, weil der Wind. Mal gucken, okay. Ah, der war schon nicht schlecht. Aber es war halt nicht so, dass man das Finale irgendwie gewinnen könnte. Sechster Platz. Bis jetzt. Eine Runde kommt noch. Ja. Okay, der Wind verändert sich ein bisschen. Ja, 9 Punkte. Noch 2 Arrows, also noch 2 Pfeile haben wir noch. Okay, der kommt von da. Ja. So hätte es eben gerade auch laufen müssen. Jetzt versuchen wir nochmal die Mitte zu treffen. Der Wind kommt von da, dann machen wir so. Okay, 9 Punkte. Auch nicht schlecht. 3x9, das ist schon eine gute Summe. Auf die 5. Platz sind wir gezogen, bis jetzt. Ich glaube, das Finale geht über mehrere Runden. Wir können es noch schaffen. Oh. Jetzt 5 Meter. Ich warte aber, bis der Wind gesetzt hat. Alles klar, hoch. Ja, gut. Okay, man muss noch ein bisschen höher gehen. Bei dem 5 Meter pro Sekunde. So, wir gucken mal. Okay, jetzt macht er 6. Jetzt machen wir halt hier. 8 Punkte, gut. Wir hätten noch ein bisschen höher gehen müssen sogar. So, 4 Meter von links. Jetzt warten wir nochmal bitte, bis der Pfeil hier fertig ist. Also wieder 6. Das heißt, so hier oben. So. 9 Punkte. Nicht schlecht. 2x8, 1x9. Der Wind ist auch ziemlich stark heute. Also im letzten Mal war es nicht so extrem. 5. Platz sind wir nur geworden, Damen einzeln. Schade eigentlich. 102. Na, wir hätten besser sein müssen. Und jetzt gehen wir mal auf 200 Meter der Herren und sehen uns da gleich wieder.